Aga nüüdseks on meie venekeelsete lauludosa lõppenud ja teie ette astuvad Kadri Kivimaa ja Sirvo Luiga, esitavad teile saksakeelsest näidendist ühe stseeni nimega Das Backes. Ein Paket. Ja, das sehe ich doch, dass das ein Paket ist. Aber was ist denn drin? Der Inhalt. Lügen, das weiß ich auch, dass im Paket drin der Inhalt ist. Ich will doch wissen, was für ein Inhalt. Ich gebe dir ein kleines Tipp. Es ist ein bisschen kleiner als die Schachtel. Das weiß ich, dass der Inhalt nie größer sein kann als die Schachtel. Sonst kriegt man die Schachtel nicht zu. Außer die Schachtel ist aus Gummi. Ja, dann schon. Aber jetzt mach das endlich auf. Ich kann nicht. Ja, warum denn nicht? Weil ich zuerst die Schnur aufknüpfen muss. Ja, und? Naja, das ist die Schwierigkeit. Was für eine Schwierigkeit? Es ist keiner da. Ja, was ist nicht da? Keine Schnur. Mann, wenn keine Schnur da ist, dann braucht man sie auch nicht aufzuknüpfen. Da klappt man einfach den Deckel auf von der Schachtel und auch dann ist sie. Ach so. Nein, ich kann nicht. Ja, warum denn schon wieder nicht? Weil es mit Klebstreifen zugeflickt ist. Den kann man nicht aufwickeln. Warum nicht? Ich brauche eine Schere. Mein Gott, hat das mir erst gesagt, habe ich dir schon lange die Schere gebracht. So, jetzt öffnen wir es. Ja, mach auf. Warte. Aber wenn da jetzt ein Löwe herausspringt... Warum soll denn da ein Löwe herausspringen? Man kann nie wissen. Hast du denn einen Löwen gekauft? Eigentlich nicht. Ja, dann. Aber wenn Sie mir im Geschäft irrtümlich einen eingepackt haben... Gibt es im Geschäft überhaupt Löwen? Löwen? Löwen. Aschenbecher doch, aber kein Löwen. Ja, dann mach auf. Ja, außerdem, wenn da ein Löwe rein sein muss, dann müsste es ja knurren. Da, es hat geknurrt. Ah, das war nur mein Magen. Weißt du was, jetzt machst du mir einfach erstmal ein Mittagessen und wir öffnen das Paket später auf. Ja, hast recht, machen wir es später auf. Nö, es geht nicht. Warum denn nicht? Ja, wegen Lehnen. Wegen was? Wegen den Zuschauern. Warum können wir wegen denen dort das Paket nicht da nachher aufmachen? Weil die warten, seit das Stück angefangen hat, was im Paket drin ist. Was? Die haben uns zugeschaut? Ja. Und zugehört auch? Ja. Die haben den ganzen Blödsinn gehört, den wir zwei geredet haben? Ja, freilich. Gemeinheit, wie können Sie das überhaupt? Weil das Vorhang offen ist. Der Vorhang da? Ja. Dann machen wir es dazu, unsere private Sache.